Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ein Opening von Fußballkarten. Und zwar habe ich bei Twitch einen Boxbreak mitgemacht von Futera Unique. Und ich muss sagen, die Qualität der Karten hat mich mehr als überzeugt. Habe noch nie so eine gute Qualität an Karten gesehen. Und ich hatte auch, muss ich sagen, im ersten Opening so ein Glück. Schaut euch mal diese Karte an. Einfach ein Traum. Pelé Memorabilia. Und jetzt schaut mal die Nummerierung. 12-22 hört sich jetzt ja blöd an, aber es ist auch noch sein Sterbedatum, Dezember 2022. Ruhe in Frieden, Pelé. Eine absolute Legende. Also besser kann die Box jetzt nicht werden, ist mir auch klar. Aber die Qualität der Karten gefällt mir so gut, dass ich trotzdem noch eine öffnen will. Deshalb habe ich mir noch eine Sealed nach Hause bestellt. Ich zeige euch trotzdem mal noch die Hits aus dem anderen. Und zwar war das Gold Framed David Alaba. Nummerierung 8 von 14. Dann Prestige Ødegaard mit einem sehr geilen Patch. Sieht man, wie er da rausdrückt. Nummerierung 8 von 10. Dann auch sehr, sehr geil. Nations Patch mit Harry Kane und Phil Foden. Nummerierung 28 von 35. Dann noch ein Vinicius Junior, nummeriert 29 von 34. Und ein Karim Benzema Heritage, nummeriert 13 von 19. Sehr, sehr geil. So. Und jetzt kommen wir zu der neuen Box. Also wie gesagt, ich glaube absolut nicht, dass ich annähernd an die erste Box rankomme. Trotzdem habe ich es mir gegönnt. Vielleicht kommt was. Die allein schon verpackt sind, ne? Das ist so geil. Aber nochmal, guckt da unten der Bändel raus, damit man die besser rausbekommt. Muss ich jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Da, dieser Bändel ist nochmal so durch. Und dann kann man die nochmal so ausziehen. Hat bei der Verpackung wohl nicht so geklappt. Schauen wir mal. Erstes Pack. So, und wir beginnen mit Diogo Jota, mit Brandon Aaronson, Christopher Nkuku, der könnte numbered sein, jawohl, ist er, 10 von 53, dann Heritage Mason Mount, Lila ist, glaube ich, auch zu 53 oder so. Oh nein, zu 29. 3 von 29. Trent Alexander-Arnold. Leon
Leon Goretzka. Oh nein, ich habe mich schon gespoilert. Schauen wir mal, was es ist. Heroes. Andrea Pirlo und Sandro Tonali. Memorabilia zu 15. 1 von 15. Eigentlich eine ganz schöne Karte. Da oben hat sie einen kleinen Macken. Das ist eigentlich nicht üblich. Die Qualität ist eigentlich wirklich sehr, sehr stark. Und da passt sie nicht rein. Wo haben wir die anderen? Da. Passt sie auch nicht rein. Da kommt jetzt gleich ein Make fertig. Erster Hit. Außerdem würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr auch jedes Opening mit. So, weiter geht's. Die legen wir beiseite, ist Goldframe drin. Wenn Goldframe ist, bedeutet das, dass wir kein On-Card-Autograph haben. So, weiter geht's. Neymar Junior, numbered zu 34, nehme ich auch. Dann sehr schöne Basekarte, die hätte ich gern numbered gehabt. Diego Maradona, die wird definitiv aber auch gesleeved. Dann Tammy Abraham, Fabinho. Alfonso Davis. Eine kommt noch. Ederson. Und der Hit ist Triumph. Paolo Maldini. Memorabilia. Nummeriert 11 von 19. Ah, halt. Ah, doch, drauf stehen.
Auch eine sehr schöne Karte. Anderen beiden fließen schnell. Maradona. So, habe ich da jetzt einen Number übersehen? Fabinho, Tammy Abraham, ne. So, vorletzte Pack. Da ist gar kein Sleeve drum. Wir beginnen mit Jonathan David, Heritage. Nummeriert zu 35, die Nummer 1. Sehr schön. Dann Courtois. Robert Lewandowski. Ich glaube, der ist nummeriert. Jawohl, 46 zu 53. Dann Araujo, Kai Havertz, Federico Chiesa, Pavel Nedved und jetzt ohne Sleeve, was ist das? World Class Thiago Silva. Game-used Memorabilia. Numbered 14 zu 23. So, jetzt kommen wir noch, die anderen noch sieben. Und dann kommen wir noch zum Gold Frame. Bin ich gespannt. Ja, bis jetzt die Box schwierig, aber mir war klar, dass sie mit der ersten Box nicht mithalten kann. So, jetzt kommen wir zu der letzten Box. Ich bin gespannt. Auch hier wurde die Folie vergessen. Was ist denn los bei denen? Ne, Folie ist doch drum. So, wir beginnen mit Paolo Maldini. Nicht numbered. Jan Oblak, Aqua, nummeriert zu 42, 42 von 42, die eBay 101. Dann Gabriel Jesus, David Alaba,
Phil Foden. Nicht nummeriert. Allison und wem gehört der Gold Frame? Oh oh. Der Patch ist schon mal recht geil, aber ich kann es noch nicht erahnen. Oh Gott, Leute, meine erste One of One, wenn ich richtig gesehen habe. Meine erste One of One. One of One. Johnny Rep, Niederlande. Sagt mir gar nichts. Wirklich gar nichts. Aber die Karte, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Karte. One of One. This card captures a time of Johnny Rep's football history featuring one of Peace, his son at the end game one jersey from a match in the 82-83 Saison. Johnny Rep. Ist eben so ein Fall, den muss man googeln, schauen, was hat er gemacht. Aber die Karte an sich, Leute, one of one. So schön. Wirklich so schön. Die Details. Schaut euch die Details der Karte an. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also ich bin echt glücklich mit der Box. Jetzt nicht die Super Hits, aber meine erste One of One, die ich gezogen habe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, das war's mit dem heutigen Opening. Und wie gesagt, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.